Ja, ich wollte gerne sagen, dass HSV Favorit ist. Und ich weiß, dass im Fußball nicht unbedingt der Favorit muss gewinnen. Also jetzt solches Spiel, wo ich glaube, egal wer welche Fassung hat, welche Form, welche Ergebnisse gewesen, dass es geht jetzt nicht nur auf alles, sondern einfach auf Prestige. Und was Thomas gerade hier sagt, dass diese Nordderby, dass es echt exzellent ist. Und für uns, da kannst du rehabilitieren sich sofort. Du kannst genauso andersrum noch tiefer vielleicht fallen. Aber das ist nochmal, wir positiv denken. Wir wollen uns natürlich besser machen als letzte Woche. Natürlich müssen wir uns, welche da ein bisschen den hier anderes präsentiert. Aber genauso, dass es, wir wissen, wo es lang geht bei solchen Spielen. Und wir wollen unbedingt eine gute Rolle spielen bei diesen Nordderby. Jeder sagt, das ist immer die leichteste Spieler für Trainer, wenn du spielst gegen Bayern, gegen Dortmund oder HSV und so weiter. Ja. Aber natürlich, das ist für uns auch, für mich, beziehungsweise, das bin ich schon 20 Jahre hier, und 20 Jahre bin ich zu tun, immer mit HSV, egal ob welche Stufe ist, welche da Jahre und solche Motto. Ja. Das ist immer angenehm, immer Spannung, und das ist dieser Grund, bin ich auch gespannt, und ich wollte selber, dass auch trotz diese so starke Gegner trotzdem welche Motivation Worte findet für meine Jungs, und das noch vielleicht besser wird. Aber das bin ich natürlich, Spieler muss selber nicht nur da auf Sofa liegen und glaubt, dass es kommt von alleine alles. Jeder weiß, wo es lang geht, jeder weiß, wer kommt zu uns zum Gast. Wir spielen zu Hause, wir haben lange Zeit hier nicht gewonnen. Wir wollen unbedingt die 3 Punkte hier lassen, und das muss so sein. Die haben durch dieses Spiel vielleicht so eine, ich meine, letztes Spiel gegen Dortmund, so eine getankt, eine Selbstvertrauen, selbstbewusst. Und wenn wir lesen da, wie das die da kommentiert, diese Sache, alles, die haben immer. Früher immer mit Vorsicht nach Bremen gefahren, mit natürlich welche positive Worte, aber jetzt kannst du da lesen, dass Englisch haben wir jetzt Nase vor, Beispiel oder eine oder andere, aber das genauso nochmal zurück zum Anfang, wo wir haben gesagt, nicht der Favorit immer gewinnen soll, und auf diesem Grund, ich fokussiert auf meine Mannschaft, wir versuchen das nutzen, die schwache Sache, was hat natürlich HSV auch für uns positiv, und versuchen wir sehr gutes Spiel machen und die 3 Punkte hier lassen.